Am Mikrofon nun also Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, innerhalb kurzer Zeit hat Taiwan nun mit He Chaoqun einen zweiten Künstler der Nachkriegszeit verloren. Wie dessen Bruder bestätigte, starb er im Alter von 92 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Er gehörte zur ersten Generation herausragender Maler in Taiwan nach dem Zweiten Weltkrieg. 1931 geboren, hatte er in seiner Jugend zunächst eine japanische Ausbildung erhalten und sprach auch fließend Japanisch. Die Zeit, in der er auf die Schule ging, war gerade die Zeit des Zweiten Sino-Japanischen Krieges, weshalb die Japaner den Gebrauch der chinesischen Schrift und des gesprochenen Dialekts verboten. Chinesisch lernte er erst nach 1945, als die Herrschaft der japanischen Kolonialherren endete. Da sein Vater ein Buddha-Maler war, schien ihm das Malen quasi schon im Blut gelegen zu haben. Da die Familie jedoch auf dem Land lebte, bekam sein Vater nicht genügend Aufträge, um seine große Familie zu ernähren. Seine Mutter betrieb daher die kleine Teeplantage, die sie von ihrer Familie geerbt hatte. Er war der älteste Junge von 7 Kindern, hatte noch eine größere Schwester, weshalb er nicht nur helfen musste, auf seine Geschwister aufzupassen und Hausarbeiten machen musste, wie Wäsche waschen und Reis kochen, sondern auch die groben Arbeiten auf der Teeplantage übernehmen musste, wie Brennholz schlagen, die Teebüsche schneiden und auch düngen. Nach seinem Schulabschluss wollte er ursprünglich im Landratsamt arbeiten, um seine Familie zu unterstützen, aber der Landrat ermutigte ihn, weiter zu studieren. Deshalb nahm er mit einem seiner jüngeren Brüder an der Aufnahmeprüfung für die Kunstabteilung der Pädagogischen Hochschule teil, für die keine Studiengebühren anfielen. Nach seinem Abschluss arbeitete er als Kunstlehrer an einer Grundschule, widmete sich nebenbei aber auch dem kreativen Schaffen. Da er in seiner Jugend nicht die Gelegenheit hatte, bei berühmten Lehrern zu lernen oder zum Studium ins Ausland zu gehen, konnte er seinen Horizont, ähnlich wie Herr Chen Yang Chun aus der Sendung vor 2 Wochen, nur durch gedrucktes Material erweitern. Um an dieses zu gelangen, schickte er Kartons mit Ananasdosen zu einem Verlag in Japan, um dafür alte Ausgaben von dessen Kunstzeitschrift einzutauschen. Er sagte einmal, Ananasdosen hätten ihm ein Leben lang Energie geschenkt. Er hätte aber nicht gedacht, dass auch seine Nahrung auf künstlerischem Gebiet einmal auf Ananasdosen beruhen würde. Diese Zeitschriften stellten für ihn eine wichtige Informationsquelle dar, um sich über die globalen Kunsttrends auf dem Laufenden zu halten. So verwundert es auch nicht, dass er als Berater der Xiongshi Bleistiftfirma, eine Aufgabe, die er neben seiner Lehrertätigkeit übernahm, deren Gründer vorschlug, eine Kunstzeitschrift zu gründen, die sich aus Werbeeinnahmen finanzieren sollte. Tatsächlich ging dieser auf den Vorschlag ein und rief 1971 die Zeitschrift Xiongshi Kunst ins Leben, für die sein Bruder, der einschlägige Erfahrungen hatte, als Herausgeber gewonnen werden konnte. 1975 begann sein Bruder He Zhengguang, die Monatszeitschrift Künstler herauszubringen. Herr He Chaoqun dagegen schied 1975 aus dem Schuldienst aus und ging in den Ruhestand. Schon in den 60er Jahren hatte er damit begonnen, Reisen nach Japan, Südostasien, Europa und Amerika zu unternehmen, die er für Museumsbesuche und das Anfertigen von Skizzen nutzte. Picasso, Monet, Cézanne und Van Gogh waren einige der Künstler, die es ihm besonders angetan hatten. Nach seiner Pensionierung hatte er nun noch mehr Zeit für Reisen. Seine Erfahrungen auf diesen Reisen legte er in 2 Büchern nieder, in denen er Touren durch Museen in Japan bzw. Europa beschrieb. Er gründete auch eine Malschule für Erwachsene. Die Popularisierung der Kunst und eine umfassende Kunsterziehung lagen ihm also sehr am Herzen. 1950 waren seine Aquarelle für die Ausstellung der Provinz Taiwan ausgewählt worden.
Von da an hatte er aktiv an verschiedenen Malwettbewerben teilgenommen, wobei er allerdings auf Ölgemälde umsattelte. Seine Ölgemälde Van Landberg, Rückwärtiges Fenster und Im Inneren gewannen den Preis der Taiyang Kunstausstellung. Dank dieser Auszeichnungen hatte der Künstler Li Meishu dem Taiyang Kunstverband vorgeschlagen, ihn schon im jungen Alter von 31 Jahren aufzunehmen. Er war damit der jüngste Künstler, der bis dato in diesen Verband aufgenommen wurde. Zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn machte er figurative Skizzen. Er war vom Kubismus, Impressionismus und abstrakten Gemälden beeinflusst. Er malte auch segmentierte Bilder, wobei er die Kombination von Linien und Blöcken betonte. Er malte zwar nach wie vor tatsächliche Landschaften, wollte aber eine tiefere künstlerische Konzeption schaffen. In den 80er Jahren, nach der Rückkehr von einer Europareise, begann er sich noch mehr für das Malen einheimischer Landschaften zu interessieren, denn ihm war klar geworden, dass es in Taiwan mindestens ebenso schöne Landschaften wie in der Schweiz gibt, die es wert sind, malerisch festgehalten zu werden. Besonders hatten es ihm Häfen angetan, allen voraus Danshui, wo er auch lange Zeit wohnte. Er war produktiv in seinem Schaffen und die taiwanische Landschaft erfuhr unter seinem Pinsel viele farbenfrohe Veränderungen. Er hatte die Gewohnheit, dieselbe Landschaft unter verschiedenen Perspektiven abzubilden und unterschiedliche Aspekte dieser Landschaften, die ihn faszinierten, herauszuarbeiten. Ihm ging es darum, quasi die Essenz einer Landschaft zu destillieren. So hat er zum Beispiel auch die im Zweiten Weltkrieg zerbombte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin zweimal gemalt. Einmal in der Nacht mit einem dunkelblauen Hintergrund, einmal jedoch mit einem feuerroten Hintergrund, um damit an den Krieg zu erinnern, der zur Zerstörung eines großen Teils dieser Kirche führte. Im November 2018 hatte er zuletzt 150 seiner Werke in der Chiang Kai-shek-Gedächtnishalle, die dem Kultusministerium untersteht, ausgestellt. Diese umfassten alle Perioden seines Künstlerlebens. Seine Formen waren, wie gesagt, vom Kubismus beeinflusst, während seine Farben vom Fauvismus inspiriert waren. Er ging, einfach gesagt, vom Kubismus aus und dekonstruierte die Objekte seiner Darstellung, bevor er sie wieder rekonstruierte, wobei er die Vielfarbigkeit des Fauvismus einfließen ließ. Diese beiden Bewegungen schienen in seinem Werk in einem ständigen Dialog zu stehen, gingen Verbindungen ein und trieben die Entwicklung seines Stils voran. Er selbst erinnerte sich daran, dass ein Stillleben von Picasso ihn ermutigt hatte, mit breiten Pinselstrichen zu arbeiten. Im Jahr darauf war er nach Japan gegangen und hatte Häfen mit Segelbooten mit diesen mutigen Pinselstrichen gemalt, was ihm einen ersten Preis eingetragen hatte. Er gab zu, ohne mit eigenen Augen die Bilder Picassos gesehen zu haben, hätte er nie den Mut gehabt, auf diese Weise zu malen. Er schien die Gegensätze von abstrakt und figurativ, einfarbig und vielfarbig, einfach und komplex zu überwinden, ließ sich durch Gefühle und momentane Eindrücke inspirieren. Er sagte einmal, Zitat, »Was ich anstrebe, ist die Darstellung eines inneren Bildes. Ich male Gemälde, nicht Landschaften. Ich male nicht die Landschaften, die ich durch meine Augen sehe, sondern ich versuche, die Gefühle bei ihrem Anblick sowie die Erfahrung des Schönen weiterzugeben. Zitat Ende. Herr He Zhaoqun hatte noch bis zu seinem Lebensende weitergemalt.